Es ist heiß in weiten Teilen Deutschlands. Heute melde ich mich mal aus dem wildromantischen Körnitzthal in der sächsischen Schweiz. Hier ist es noch im Moment recht angenehm temperiert, aber morgen wird man auch hier noch mehr ins Schwitzen kommen, denn morgen wird der heißeste Tag der Woche. Es sind 32 bis zum Teil 37 Grad möglich. Von der Ostsee bis zum Saarland und alles südöstlich davon wird wirklich sehr, sehr ins Schwitzen kommen, denn hier gibt es auch den ganzen Tag über Sonne satt. Nordwestlich davon, das heißt so Richtung Nordsee, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und auch Teile von NRW kriegen ein paar Wolken ab. Hier wird man auch ins Schwitzen kommen, aber die Wolken, die werden wenigstens für ein bisschen Schatten sorgen und hier auch ein paar Tropfen herauswirbeln. Es wird nicht viel sein, aber ab und zu kann es hier ein bisschen regnen. Ganz vereinzelte Schauer und Gewitter sind hier nicht ganz ausgeschlossen, aber ansonsten wird es wirklich richtig heiß. Ich empfehle euch eine Abkühlung. Hier 8-9 Grad hat die Körnitz oder halt was Kaltes trinken. Durchlüften ist auch noch ein guter Tipp und vielleicht ein Ventilator. Also kommt gut durch den heißen Freitag und dann geht's schon ins Wochenende.